Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten bzw. letzten Folge der Women's Euro England 2020-Sticker-Serie. Und wir haben hier unsere letzten 5 Sticker. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwo eins übersehen, aber wenn nicht, dann müssen jetzt die letzten 5 sein. Ich glaube, letzte Folge hatte ich sogar 6 gezählt, aber ich hatte hier noch einen liegen, den habe ich übersehen, den habe ich dann eingeklebt. Das heißt, nur noch 5 Stück. Die habe ich mir besorgt. Die eine musste ich hier leider bei eBay mir besorgen für 1 Euro und mit Versand habe ich dann 1,85 Euro bezahlt. Die anderen 4 habe ich über einen Händler bekommen. Ich glaube, die 4 zusammen ungefähr für 1 Euro oder knapp über 1 Euro. Von daher auf jeden Fall günstiger als ein ganzes Display nochmal zu öffnen, um die 5 Sticker zu bekommen. Und ja, die kleben wir jetzt ein und dann sind wir mit der Serie durch. Ich hoffe, ihr hattet soweit wie ich Spaß an der Serie. Gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, ob wir sowas zur WM auch machen sollen oder ob ihr sagt, nee, voll anstrengend und so. Aber ich fand es eigentlich ganz nice mit den ganzen Talks. Nebenbei gucken wir jetzt hier natürlich, ob wirklich alles voll ist. Haben wir schon mal hier, Barbara Dunst. Aber wie schon, ich glaube, im letzten Video habe ich das auch schon erwähnt, eigentlich eine ganz nette Sache, um nebenbei noch ein bisschen zu talken über das aktuell Geschehene. Relativ anstrengend, weil ich dann ja teilweise wirklich täglich ein Video gebracht habe. Aufnahme, schneiden, hochbringen, hochladen und das als nicht Vollzeit-YouTuber sozusagen. Das ist schon anstrengend nebenbei. Ja, ich würde es dann wahrscheinlich nicht in der Intensität machen. Also wie ich mich kenne, werde ich das dann doch wieder machen. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr Bock habt. Sowas auch für die WM. Hier sieht alles gut aus. Alles voll. Alles voll. Sieht so aus, als würden wir viel richtig machen. Spanien ist auch voll. Finnland dürfte nicht voll sein. Genau. Natalia, Kuika, Portland Toms aus den USA. Oh, stark. Der USA ist immer stark. Starke Liga. Da ist auch starke Spieler drinnen. Das wieder hier gerade zu kleben, ist dann auch immer eine Kunst für sich. Passt schon. Ihr wisst ja, hier ist ja so viel gerade wie nichts. Von daher, was war's? 2 Stück. Annick Nuven von Chelsea. Chelsea. Vorletzte. War wirklich Netherlands, die Holländer. Wirklich das Team, wo ich die wenigsten hatte, bis kurz vor Schluss. Nämlich da fehlten sogar noch 2. 213. Inessa Karkmann von der Brighton and Hove aus der englischen Frauenliga. Und dann haben wir auch schon direkt die Schwedin. Und das ist der letzte Sticker. Schweden hat die Ehre mit Madeleine Janogi von Hammarby. Aus Schweden, der letzte Sticker zu sein, den ich hier in das Stickeralbum einklebe. Da gebe ich mir besonders Mühe. Das sieht super aus. Das sieht fast gar nicht verklebt. Das hatte ich relativ selten. Und wir gehen natürlich noch durch, ob wirklich auch überall jetzt alles voll ist. Bislang war überall alles voll. Portugal haben wir auch alles voll. Dass das kein Glitzer ist, nervt mich immer noch. Schweizer haben wir auch absolut schief geklebt. Das kann ich. Französinnen, ich glaube nach Norwegen die zweite Mannschaft, die komplett voll war, dementsprechend immer noch voll. Italien auch voll. Belgien auch voll. Und Island auch voll. Letzte Seite und natürlich auch die Extra-Stickers hier haben wir drin behalten. Wunderbar. Und somit sind wir hier fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Serien oder ansonsten in den nächsten Openings. Ich habe ja noch eine Collect-to-Master bei Pokémon Go. Schaut da gerne rein. Beim Pokémon Go Set, besser gesagt. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.